Es gibt einen Titel und heißt Willem raucht nicht mehr. Und Willem raucht nicht mehr, kann man auch sagen, Willem hat ins Gras gebissen oder Willem sieht das Gras von unten oder Willem sieht die Desis von unten oder Willem stößt an die Desi. Also alles meint nicht, dass er wirklich nicht mehr raucht, sondern dass er auch nicht mehr atmet. So ist es in Deutsch zu verstehen. Alle diese 15 Bilder haben eine Verdrehung dieser 21 Buchstaben im Titel, neue Wortzusammensetzung. Manchmal gibt es einen Sinn, oftmals gibt es keinen Sinn. Der Inhalt, wenn Sie so wollen, ist ein Selbstporträt. Und zwar Selbstporträt beruhend auf Selbstporträts, die ich gemacht habe seit 1959, die eigentlich nicht so sehr bekannt sind, weil es kleine Bilder meistens sind. Und kleine Bilder, die alle wollen, werden aber kaum verkauft. Und deshalb habe ich die fast alle zu Hause bei mir im Lager. Und die letzten Selbstporträts habe ich gemacht vor 2009, 2008. Auch die sind fast alle bei mir im Lager, weil die Bilder sind so merkwürdig und niemand versteht es. Und ich mache immer wieder einen neuen Versuch, um Verständnis zu bitten. Und es ist nie gelungen. Vielleicht gelingt es diesmal. Jetzt habe ich als mein Zaubermeister gewählt, de Kooning, als der die Methode erfunden hat, wie man Bilder malt. Ja, und ich habe mich streng an die Regeln gehalten. Immer wenn ein Auge aussah zwischen de Kooning und Mickey Mouse, war das Bild okay. Selbstporträt ist eine Disziplin, wie der Akt, wie das Stillleben, wie die Landschaft. Und man muss dieser Disziplin Selbstporträt nicht versuchen, allzu viel abzugewinnen. Es ist einfach eine Disziplin. Außerdem ist es das Nächstliegende, weil du immer mit dir zu tun hast. Und es ist auch so ein Maßstab. Eine Messung findet statt beim Selbstporträt. In einem Selbstporträt oder beim Erarbeiten, beim Machen eines Selbstporträts findet noch ein bisschen was anderes statt, was sonst in einer anderen Distanz stattfindet. Also dieses wirklich Direkte. Man kann schönen, ich neige wenig zum Schönen, ich versuche eigentlich immer nicht zu schönen oder mache es sogar hässlicher, als es ist. Ausgangspunkt sind Fotos. Also meine Frau macht ein Foto. Früher hat sie Polaroids gemacht, jetzt macht sie einfach so ein Dingsfoto da, so ein Computerfoto. Und dann habe ich das Foto da in der Hand und dann mache ich das, male ich das. Jetzt gibt es eine Reihe von Wahlmöglichkeiten. Wem nimmst du? Dix? Nimmst du Munk? Nimmst du Picasso? Ich habe die Kooning genommen. Und in unserer Schule, und das ist das Besondere an der Situation gewesen, der Schule, wo ich studiert habe, Hochschule der Künste ist das, Hardenbergstraße, fand diese große amerikanische Ausstellung statt, weil es gab in Berlin keinen anderen Ausstellungsplatz, war ja alles zerstört. Und wir gingen dann einen Monat lang durch die Retrospektive von Pollock, die in der unteren Etage war, alle diese wunderbaren riesigen Pollock-Bilder. Und oben sozusagen der Rest, de Kooning, Clifford Still, Gottlieb, alles diese amerikanischen Abstrakten, die der Bahr zusammengestellt hat. De Kooning war bei mir und bei den anderen, bei den Kommilitonen, eigentlich der eingängigste, der verständlichste, weil er diese europäischen Wurzeln hat. Und im Laufe der Jahre und vor allen Dingen im Laufe der letzten Jahre, der letzten 10 Jahre, habe ich gemerkt, dass mein Job, meine Arbeit, eigentlich sich erfüllt hat. Und ich sehr rückblickend, also ich habe einfach festgestellt, es geht nicht weiter vorwärts, sondern es geht eigentlich nur noch rückwärts. Aber auch das macht Sinn. Und jetzt habe ich ja diese Remix-Bilder gemacht, indem ich meine alten Bilder wieder aufgenommen, manchmal wiederholt, manchmal karikiert. Und in diesem Programm eigentlich, in diesem ideologischen Programm, kommt natürlich de Kooning vor. Ich habe mich nie an de Kooning gemessen, ich habe mich nie an de Kooning herangetraut früher. Es wäre mir nie ein Trauma eingefallen, dessen Spur zu folgen.
ich suche immer eine Möglichkeit weiterzumachen. Und jetzt habe ich viele Irrtümer eingesehen, was das Weitermachen bedeutet. Dieses Weitermachen heißt ja in der Kunstgeschichte nicht erst seit dem Futurismus, seit Marinetti, also Futur, sondern ich habe jetzt eingesehen, dass, oder entdeckt, dass das ein Quatsch ist. Dass dieses dass auch ein Quatsch ist, zwei Schritte vor, einen zurück oder drei Schritte vor, zwei zurück. Auch das ist ein Quatsch, sondern ich habe einfach mal kapiert, nur zurück ist viel besser. Du stehst im letzten Waggon vom Zug und guckst auf die Gleise, die unter dir weggeflogen sind. Oder stehst am Kiel statt am Bug eines Bootes und schaust nach hinten aus. Dieser Blick nach hinten, also dieses Passato, ist eigentlich für mich das Interessantere, die interessantere Sicht. Ja, es gibt dummerweise in Deutschland eine Gruppe, die Zero heißt, Zero-Gruppe in den 60er Jahren. Die ist damit nicht gemeint, sondern es ist ganz einfach eine lustige Story. Ich gehe mal in ein Malgeschäft, wo ich meine Farben kaufe, und da gab es eine Werbung, die sie mir mitgegeben haben, eine Mütze, da stand oben drin Zero, das Beste für den Maler. Das ist eine Firma für Malbedarf. Und ich gehe einen Monat später wieder in das Geschäft und sage, haben Sie noch so eine Mütze für mich? Weil ich hatte meine Mütze Julian Schnabel geschenkt. Und sagen, ja, Sie können die alle haben. Macht so eine Tür auf, da fallen die da oben raus. Ich sage, ich will ja nicht alle, was hat das denn zu bedeuten? Sage, die Firma ist pleite, Sie können die alle haben. Und das fand ich so lustig, dass ich einfach, ich habe die ja auf, diese Mütze, dass ich mich mit dieser Mütze erstmal eine Skulptur gemacht habe. Eine große, wo ich da so stehe, so ein Holzding. Und ja, ich habe den Witz beibehalten. Vielleicht ist es keiner mehr, aber ich finde, es funktioniert ganz gut, weil es ist ja doppeldeutig.